herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und möchte mit euch das Buch basteln für meine Oma. Das hier wird ein Junk Journal der besonderen Art, und zwar Fragen des Lebens. Das ist nicht nur ein Buch zum Reinschreiben, das ist ein Buch, um sich ein paar interessanten Fragen des Lebens zu stellen. Meine Oma wird 93 und ich bin echt gespannt, was sie dazu sagt. Und ich wette, sie hat viel zu erzählen. Dementsprechend, dieses Buch bekommt 2 Signaturen. Das habt ihr vielleicht in meinen vorigen Videos schon gesehen. Das Cover lege ich erstmal weg. Ich mache das tatsächlich so, dass ich Signaturen unabhängig vom Cover gestalte und danach einbinde. Natürlich muss das farblich ein bisschen zueinander passen. Nur meine Devise ist hier echt bunt und kreativ. Das muss es sein. Mir hilft heute auf jeden Fall mein Tape hier. Das ist ein Scotch-Tape, also quasi fast invisible. Und hier habe ich ein paar Seiten. Das erkläre ich euch gleich. Erstmal freue ich mich total, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich freue mich auch super dolle, wenn ihr dieses Video liked. Vorausgesetzt, es gefällt euch natürlich. Dann gehen wir jetzt mal in die Bütt. So, Schere wichtig, Tape wichtig. Natürlich kann man auch für die Dinger so einen Tape-Roller benutzen. Nur die reißen immer so kleine Ecken. Ja, ihr kennt ja, das wird dann so riffelig am Ende und das macht nicht so Spaß. Deswegen schneide ich das lieber. So, ich habe 160 Fragen. 160 Fragen möchten in 2 Signaturen eingebaut werden. Diese Signaturen haben jeweils 11 Blätter. Das heißt jeweils 44 Seiten. Also haben wir insgesamt 88 Seiten zur Verfügung. Wir müssen natürlich diese Fragen intelligent unterbringen und wir müssen natürlich auch die Fragen, die eine lange Antwort brauchen, anders unterbringen als die, die vielleicht ein Ja, Nein und Vielleicht als Antwort haben. Das war anders unterbringen. So, und aus diesem Grund habe ich einerseits schon im Cover ein paar Fragen untergebracht und werde hier Seitenerweiterungen machen. Ich habe euch jetzt mal was mitgebracht, mal zum Gucken und dann auch zum Einbauen. Und zwar habe ich einmal so ein bisschen geprägtes Papier. Hier habe ich zum Beispiel 2 Fragen. Das wird dann so aufklappen. Das zeige ich euch gleich. Ich lege mal die Fragen zur Seite. Das hier, schönes geprägtes und gestanztes Papier, kann zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal die hintere Seite als Beispiel, auf so einer Seite sein, aufgeklappt werden. Und dann stehen da 2 Fragen drauf, die man dann auf der laufenden Seite beantworten kann. Man kann es natürlich auch nach oben setzen und hier unten noch eine Ja-Nein-Vielleicht-Frage einpacken. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Das sind die hier. So, ich zeige euch nämlich jetzt erstmal das Material und danach werde ich hier wuseln machen und euch dann einfach ein bisschen Musik gönnen. So, jetzt haben wir hier nämlich noch eine extra Seite. Da habe ich nämlich was reingeklebt. Hier fehlt nämlich noch ein Tüdelü. Muss mal gucken, was ihr da reinmacht. Das wird mir noch einfallen. Aber hier wird zum Beispiel diese Frage hier oben wohnen. Was war die kälteste Situation, die du jemals erlebt hast? So. Und dann werde ich das irgendwo extra einkleben. Das heißt, man kann es öffnen und man kann dann noch die zweite Seite raus, also rüberklappen. Und dahinter passt dann noch was rein. Das heißt, es ist eine echte Erweiterung. Nicht nur eine Verlängerung, sondern eine Erweiterung. Bei diesem Herzchen hier das Gleiche. Ja, auch wieder eine Frage extra einzubauen. Und ich werde jetzt hier noch so distressen und alles Mögliche mit den Fragen machen. Jetzt kommen wir mal zu weiteren rechts. Jetzt kommen wir mal zu weiteren Seitenerweiterungen. Und zwar habe ich so ein paar schöne Edith Holden Seiten rausgeschnitten, rausgerissen, die ich auch als Seitenerweiterung benutzen möchte. Und zwar möchte ich zum Beispiel hier eine Frage drauf platzieren. Was war die härteste Arbeit, die du je gemacht hast? Möglicherweise passt jetzt sogar noch eine zweite ran. Und die würde ich dann an eine Seite, da oder auf die andere Seite setzen, dass die extra zu klappen. Also das heißt, es ist eine Seite, die dann so einklappt. Und hier ist der Trick, dass man die Seite quasi verlängert. Das heißt, man nimmt diese Seite und geht wirklich auf Stoß und nimmt dann das Tape, also hier würde ich es zum Beispiel so machen, dass hier unten noch eine Frage hinpasst, und dann das Tape und zieht das hier über die Naht, vorne und hinten, ganz wichtig, weil sonst habt ihr hinten eine Kante, die klebt. So, das habe ich nämlich hier mit vor.
Und da passt tatsächlich noch eine zweite ran. Also das werde ich gleich noch, werde ich dann noch zweite Seite dazu packen, zweite Frage. Hier genauso. Und ich habe extra das so gemacht, dass man die dann so blättern kann. Hier ist ein schönes Dezembergedicht. Das möchte ich komplett erhalten. Also da will ich gar nichts drüber kleben. Das heißt, es sind nur Fragen auf einer Seite zu finden, die dann einfach so ausklappen. Auf der anderen Seite sieht man einfach das Gedicht. Das ist so mein Plan an der Stelle. Hier habe ich noch einen kleinen Eisvogel. Da habe ich irgendwas anderes aus einer Seite ausgeschnitten und habe diesen Eisvogel gerettet. Der hat hinten, wo ist die Frage? Genau. Der hat hinten dann einfach extra Schreibplatz mit, ja, der Frage, extra Schreibplatz. Das heißt, eine Seitenerweiterung, wo eine Frage dazu kommt. Und hier habe ich auch mit den Edith Holden Seiten, sag mal, ein bisschen Linienkram drauf gemacht. Hier kommt dann meine Frage hin. Und diese Seite wird dann komplett hübsch sichtbar sein. Ja, da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich das vielleicht. Oh, mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht klebe ich das in der Mitte ein, dass man hier noch was schreiben kann. Ja, ich muss mal schauen, wo ich das denn im Endeffekt hinklebe. Nur hier hatte ich schon mal so ein bisschen Distress, weil das kann ich zum Schluss nicht mehr gut machen. Hier ebenfalls habe ich auch so eine Seitenerweiterung gebaut, weil ich auch diese hübschen, feinen Gedichte hier erhalten möchte. Und ebenfalls möchte ich diese Seiten hier fein haben. Mit zwei Fragen dann zu blättern und das Mai-Gedicht noch zutage fördern. Ja, gleiches Spiel hier. Da habe ich mir gedacht, man könnte die Frage einfach mal hier quer machen. Da könnte man sie auch, könnte man eine zweite Frage noch mit draufbringen. Das werde ich mir gleich mal überlegen, dass ich dann noch weitere Fragen dazu hole. Also da hatten wir jetzt gerade schon eine Seite, wo ich gesagt habe, hier, die Singdrossel. Hier werde ich noch zwei, sag mal, nee, war das die Singdrossel überhaupt? Ich glaube, ne? Ja. Wenn ich das dahin packe, dann passt hier auch noch eine kleine Frage hin. Hier ebenfalls kleine und große. Da werde ich gleich noch zwei Fragen dazu holen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich wahrscheinlich in den Videos einen Counter drunter setzen sollte. Wie viele Fragen haben wir denn jetzt eigentlich schon verbraten? Das könnte gut sein. Wir haben nämlich schon mein aktueller Zettel, mein Schmier- und Spickzettel sagt nämlich, wir haben schon 27 bis zu diesem Video untergebracht an Fragen. Auf Kärtchen, auf hier in dem Cover. Also wenn ich mir das Cover jetzt hier anschaue, da habe ich hier vier Taschen gemacht und da wurden jeweils die Kärtchen drin. Die sind schon fest untergebracht. Wir haben hier noch weitere Seitenerweiterungen, die schon vorbereitet sind. Hier habe ich euch im letzten Video gecraftet. Das sind diese Jahreszeitenseiten von Stamperia. Die werden genauso an die Seiten dran gesetzt, wie ich das jetzt hier mit den Edith Holden Seiten mache. Und für die wird es gleich auch noch Platz brauchen. So, und bevor ich euch jetzt hier noch so eine halbe Stunde, Stunde zutexte, will ich das einfach so machen. Ich nehme meine Seiten und crafte hier so fröhlich vor mich hin, pack euch Musik dazu und ihr könnt das dann im Zeitraffer sehen, was hier mit den Signaturen passiert ist, beziehungsweise mit den Seitenerweiterungen. Die sind nämlich noch ziemlich jungfräulich. Klar, sind schon interessante Sachen drin, ne? Von Luise Heinzel zum Beispiel, schönes Papier und ein bisschen Spitze und ein bisschen dieses und ein bisschen jenes. Aber insgesamt noch sehr jungfräulich. Das wollen wir jetzt ändern. Hier muss ich Vorbereitungsarbeit tun und dann werde ich hier an der Stelle einkleben. Das heißt, es wird zwei Abschnitte geben. Einmal vorbereiten und einmal wirklich das Unterbringen in den Signaturen. Die kann ich jetzt allerdings zur Seite legen, weil sie gerade keinen Job haben. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Übrigens, wenn ich Musik auswähle, die euch nervt, und die mehrere Leute nervt, also mehr als einen, dann sagt mir das doch gerne und dann gucke ich mal, ob ich irgendwas an der Musikauswahl drehen kann. So, jetzt geht's hier erstmal los im Takt. Los geht's mit Musik und fröhlichem Pfaff.
damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ihr seht diesen ganzen Haufen Inhalt. Diese ganzen Inlays, Reinklebe-Sachen und Tüllü. Wir möchten jetzt Einzug in die Signaturen finden. Und das kommt dann im nächsten Video dran. Ihr habt jetzt hier den Zeitraffer gesehen mit allem, was ich hier so gecraftet habe. Grundsätzlich ist mir auch alles soweit geglückt. Was wir jetzt dann also im nächsten Video machen, ist diesen ganzen Kram einsortieren in die Signaturen und denen da den Wohnort geben. Aber das wird ein neues Video. So, jetzt freue ich mich erstmal, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich freue mich riesig, wenn ihr wiederkommt und euch auch die anderen Videos anschaut. Dann habt ihr nämlich das komplette Bild von diesem interessanten Fragen des Lebens Journal. Ja, ich freue mich über Abonnenten, über Likes, über Kommentare, über Diskussionen. Her damit! Nächstes Mal geht's weiter. Und dann freue ich mich auch weiter. So, habt eine schöne Bastelzeit. Bis demnächst in diesem Kino.